Das wird. Und wir gucken noch mal, was wir haben. Wir haben dann bestimmt noch was. Was war der Name? Ich will jetzt, wie gesagt, die 33, Level 33, ich weiß gar nicht. Obwohl, komm, wir haben ja in der letzten Folge, habe ich es kurz angeschnitten, ich will jetzt, heute machen wir es komplett. Haben wir mal den Hafentüfter. Wollen wir doch noch mal ein bisschen Story-Mission. Habe ich da irgendwie noch eine Garage, eine Ding in der Nähe? Ach, scheiße, wir sind in der Nacht, ne? Und da können wir, sind wir am Tag. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal zurück. Also ich muss, wir heute machen wir noch ein bisschen Story. Das ist klar. Ja, wir sind am Tag. Also heute machen wir den Hafenlüfter und in der nächsten Folge müssen wir mal gucken, was wir machen. Heute fahren wir ein bisschen am Tag. Und wie gesagt, in der Nacht haben wir noch, aber auch noch ein bisschen was. Das schafft man schon irgendwie noch. Und dann wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich will so schnell eigentlich jetzt irgendwann Richtung Level 50 gehen. Und das ziehen wir jetzt nach und nach ein bisschen mehr durch. Und ich will jetzt erstmal Dex eine Mission abarbeiten. Nicht Dex, wie heißt der hier? Ah, unser Driftmaster. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall keine Einer. Der Gesetzesbrecher ist eigentlich eine der finalen Missionen. So, wir wechseln kurz das Auto. Und wir müssen ja auf den Dodge Challenger gehen. Der ist ja unser Drifter. Und dann gehen wir rein in die nächste Story. Es ist nicht mehr weit. Komm schon. Ja komm, Wayne heißt er. Wayne interessiert. Wie lange bist du schon in der Stadt? Ein paar Jahre. Ich habe früher in Aspen gelebt. Bist du da auch gefahren? Ja, allerdings Snowboard. Slopestyle. Bis mein Knie nicht mehr mitgemacht hat. Wo war das nicht, oh, der Scheiße. Mustang? Naja, ich fahre hier zwar keine Kurven im Schnee, aber es ist verdammt nah dran. Vor allem seitdem du mich so antreibst. Das ist der. Das klingt, als wäre das hier ein Wettkampf zwischen uns. Ja, ich muss die beenden, die Mission. Weil, ich muss das Auto nochmal wechseln. Weil der Mustang war unser Drifter und nicht der hier. So, also nochmal das Auto wechseln. Wir werden nochmal auf den Mustang. Jetzt gehen wir auf den Mustang. Das ist mein Drifter. So. Es ist nicht mehr weit. Komm schon. Ja, wird uns erstmal nochmal einen Drifter holen. Wenn wir den RX-7 angucke, der hat uns ja bei Need for Speed und for Street, hat er uns ja geholfen. Guck, was sonst bei dem bisschen. Wie lange bist du schon in der Stadt? Ein paar Jahre. Ich habe früher in Aspen gelebt. Bist du da auch gefahren? Ja, allerdings Snowboard. Slopestyle. Bis mein Knie nicht mehr mitgemacht hat. Oh, scheiße. Naja, ich fahre hier zwar keine Kurven im Schnee, aber es ist verdammt nah dran. Vor allem seitdem du mich so antreibst. Das klingt, als wäre das hier ein Wettkampf zwischen uns. Ist es ja auch. Ja, jetzt doch schon wieder angenehmer. So, ich wüsste jetzt, wo der hin will mit seinem Auto. Okay, ich habe meinen Hafen, ja. Nächste fahren wir rechts. Jetzt nach links. Wir sind da. Okay. Na dann gucken wir mal. Dieser Kurs zeigt vielen Fahrern ihre Grenzen auf. Bin gespannt, ob das auch für dich gilt.
Also, es heißt Springbok. Springbok. Wie gesagt, 45.000 Punkte erreichen. Ah, guck. Denn meine erste Runde müssen wir sowieso jetzt mal mit dem Stecker angucken. Dann zeig mal, ob du dem Druck standhältst. Gucken. Du meinst das echt ernst, hm? Ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Also die 45.000 sollte auch nicht mehr hinkriegen. Ich bin da ein bisschen zu früh abgebogen. Okay, und was hast du noch drauf? Oh, so einiges, mein Freund. Also einiges. Das kriegen wir schon hin. Das ist nicht leichter als das. Sehr gut. Auch wenn die meisten Fahrer hier Probleme haben. Du gehörst eindeutig nicht zu ihnen. Ne, nicht wirklich. Wir haben ja schon. Wir wollen schon vor der. So vor der macht man das. Nicht schlecht, aber ich weiß, du kannst es besser. Ach, alles gut. Ja, nicht ganz nach der ersten Runde. Ich dachte, wir kriegen sie schon nach der ersten Runde hin, aber. Das reicht nicht mehr, um mich zu beeindrucken. Dann nimm mal das hier. Also, die Aufgabe ist gelöst. Die Punkte nehmen wir mit. Bisher hat noch niemand diesen Kurs so beherrscht. Tja. War auch jetzt irgendwie keine wirklich. Besser geht's einfach nicht. So, bei mir können wir es abbrechen, weil ja, ich habe ja deine Aufgabe schon gelöst. Das kriegen wir hin. Oh, da hätte ich gerne mit im Auto gesessen. Dein Lauf ist nahezu perfekt. Das war eine glatte 10. Und das auf dem Kurs. Beeindruckend. Thank you.
Naja, egal, aber wir haben die Aufgabe gelöst. Verdammt, du hast mir gerade eine Lektion erteilt. Aber mit Bravour. Ich glaube, wir müssen mal was Neues versuchen. Können wir gerne machen. 4.900.700 noch mit. So, haben wir noch irgendwie ein Rennen jetzt? Hier ist nochmal so ein Offroad-Ding. Nehmen wir das jetzt mit? Warte mal, wie viel bringt denn das überhaupt? 50.000! What the fuck? Okay, nehmen wir mit, ja klar, warum nicht? Fahren wir ein bisschen Offroad heute. Ich muss eh gleich bis vor euch jetzt. Und da brauche ich dann den Dodge. So, dann fahren wir auch mal zur Berge. Nehmen wir jetzt die Kohle mit auf jeden Fall. Schau, dass wir keine Punkte kriegen für das bisschen Drift hier. So, und unser zweites fertiges Tagesrennen führt uns heute zu einem, nein, nicht zu einem Rundkursrennen, sondern zu einem Offroad-Rennen. Das ist hier daneben. Wo befindet sich? Sollte sich eben. Ah, hier. Und zwar brauchen wir dafür unser neues anderes Auto. Und zwar den hier, nämlich, der auf jeden Fall Offroad dabei ist. Und da können wir trotzdem hin. Komm, auf geht's. So, Triplex Spezial. Heute machen wir noch Knockout-Rundkursrennen. Aber die gute Nelly eigentlich wieder am Schatten, hören wir nicht, okay. Die war ja sonst immer mit dabei. Soll mir aber persönlich egal sein. Also hier sind sie unsere zweiten. So, vor uns haben wir einen BMW. Das ist ja auch der eine hier, muss ich gerade ein bisschen. Aber einer ist auch davor, also wir sind momentan noch nur Dritter. Den haben wir schon mal weggeholt. Der fährt schön diese Schlangenlinie am. Und wir versuchen jetzt gerade ein bisschen gerade. Jetzt wieder auf. Der BMW haben wir schon abgehängt. Jetzt haben wir uns hier den Kollegen. Ne? Scheiße, und damit war's das. Weil ich jetzt die ganze Weg wieder zurückfahren muss erstmal. Und wir waren Zweiter, wir waren so schön dran an den Jungs da vorne.
Nein, die sind auch schon wieder Dritter, also das ist jetzt wieder ein Schlagdistanz zu der Spitze. So dass ich jetzt erstmal nur Zweiter, Dritter bekomme. Jetzt führen wir das Rennen zum ersten Mal an. Aber auch nur knapp. Diesmal nicht dieser ewig lange Wolken, sondern die sind direkt drin und sonst 50, 60 Meter. Das ist jetzt nicht viel. Jetzt haben wir ein bisschen die Möglichkeit, mal wegzukommen. Hier kann man natürlich wieder schön ein bisschen abkürzen, ein bisschen den Abstand größer werden zu lassen, weil die werden knallhart diese Linie fahren. Und die wir werden hier diesen, jetzt auch wieder diesen geraden Weg fahren. Jetzt sind wir weg erstmal. Da wird jetzt die Palme fliegen. So, hier haben wir gerade auch nicht den Abstand verloren, also die Zeit verloren. Aber wir wieder zurückfahren müssen, aber trotzdem führen wir dieses Rennen. Gewonnen haben wir es wahrscheinlich eh. Und die 50.000 nehmen wir dann definitiv noch mit. Okay, zu ließ es jetzt sicher sein, weil auf einmal ist es wieder so ein. Müssen wir es wieder, zurückfahren. Aber der Abstand ist groß genug, um diesmal das Rennen zu entscheiden hier und diesen Sieg nach Hause zu holen. Das war heute unser zweites Rennen. 50.325 Dollar, die nehmen wir mit natürlich gerne. Und die Punkte gehören schon mal uns. So, ab in die Garage zurück, weil wir sind wirklich durch für heute. Und dann geht es in der nächsten Folge rasant weiter. Ich denke, man wird wieder ein bisschen in die Nacht gehen, weil. Ja. Wir wollen ja Level. So, Garage aufsuchen. Und dann war es das. Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Warte mal, wir können ja ganz kurz noch mal was machen. Ich will ja mir noch einen Drifter holen. Obwohl wir mit dem Mustang nicht relativ gut dabei sind. Ach komm, scheiß drauf. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed und ja, dann geht's wieder an die Nacht und da werden wir dann wieder versuchen, ein bisschen zu leveln. Relativ schnell mit 33, 34 werden und dann hoffen wir mal, dass wir dann irgendwann mal Level 50 erreichen. Das dauert natürlich alles noch ein bisschen, aber nun ja, bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed.